ganz relaxed trudeln wir durch diesen trüben Donnerstag durch. Hier ist SWR 3 Pop-Up. Leicht gereift scheint sie zu sein, die liebe Lena. Etwas bedachter und auch nicht mehr ganz so aufgedreht. Das war zumindest der Eindruck, den sie in unserem SWR 3 Pop-Up Interview hinterlassen hat. Aber sie ist ja mittlerweile auch schon 21 Jahre alt, also richtig erwachsen. Und Lena hat sich auch unseren sehr persönlichen Pop-Up-Shorties gestellt. 10 kurze Fragen, 10 kurze Antworten. Los geht's! Welches Körperteil magst du an dir selber am liebsten? Mein Gesicht. Von wem warst du als Kind Fan? Britney Spears. Was trägst du, wenn's Licht aus ist? Schlafanzug. Jogginganzug. Wann bekommst du Gänsehaut? Bei schöner Musik. Du selbst in 3 Worten. Ganz freundlich, ich hoffe höflich und chaotisch bin ich. Ein Tag als Mann, was würdest du als erstes machen? Oh, aber das will ich nicht sagen. Nicht alle Antworten gleich bei dieser Frage. Nicht jugendfrei. Wie würdest du denn gerne heißen, wenn du dir deinen Namen selber hättest aussuchen können? Oh, ich glaube, ich würde gerne Lieselotte heißen. Oder Ulla. Was steht ganz oben auf der To-Do-Liste deines Lebens? Einen Hund kaufen. Mit wem würdest du gerne mal unverbindlich knutschen? Mit keinem, außer meinem Freund. Wie klingt es, wenn du ausflippst? Ich heule. Ja, Lena heult, aber nicht mehr lange zum Glück, denn morgen da rappelt's wieder auf dem Konto. Dann erscheint ihr 3. Album Stardust, das sie übrigens fast komplett selber geschrieben hat. Und die gleichnamige 1. Single, die lassen wir jetzt mal auf uns wirken. Also für mich ist es sowas, sowas Freies irgendwie. Keiner kann uns einfangen und wir können uns hinter Glitzersternenstaub verstecken und so. Und es hat alles sowas ein bisschen Mysteriöses, aber positiv Freies. Aha, ganz neu in SWR 3. Lena mit Stardust. Liebe